Hallo Leute und willkommen in diesem neuen Video. Ich stelle euch heute einen weiteren P1-Spieler vor, und zwar die Lupo P1 von der Firma. So, ich habe ich schon wieder vergessen. Pirotechnica, Scudo, Fausto, wie auch immer. Die kommen auf jeden Fall aus Italien. Produktion, sie haben jetzt hier 2019. Wir haben hier in dieser Schachtel 10 Stück Böller enthalten mit Blitzknallsatz. 1 Gramm BKS wird angegeben. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass die mehr haben. Lupo P1, so schauen die aus, sind aus Italien. Kategorie P1, Schallerzeuger, haben hinten eine Plastikhülse drin. Verarbeitungstechnisch schauen die sehr gut aus. Die Böller sind sehr leicht, haben einen goldenen Vorbrenner und dann eben einen lauten Knall. Wie laut der Knall ist, da bin ich jetzt schon sehr gespannt. Ich habe da schon verschiedene Meinungen gehört auf YouTube bzw. generell von den Böllern. Und eine sagen, ja, die sind ganz laut, die anderen sagen, sehr schlecht für P1. Wir werden das testen, Leute. Wir zünden wahrscheinlich so 3, 4, 5 Stück an unterschiedlichen Locations. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Haut rein und wir sehen uns gleich beim Fazit. So Leute, erste Location, Lupo P1. Toll verarbeiteter Böller. Bin mal gespannt, was der so drauf hat. Ich stelle den jetzt da vorne hin. Nicht schlecht, Herr Specht. Die gehen klar, würde ich sagen. Absolut nicht schlecht, die Teile. Ja, geht besser für P1, aber 1 Gramm, das glaube ich fast nicht, dass die nur 1 Gramm haben. Krass. So. Zweite Location, Lupo P1. Ja, drückt schon ganz gut, Leute. Der drückt durchaus. So schlecht sind die nicht, wie alle sagen. Deutlich besser wie die Sonic Thunder auf alle Fälle. So, dritte Location. Lupo P1. Boah, geil. Schöner Blitz, mega geiler Vorbrenner. Kann ich empfehlen, Leute. Wir sehen uns gleich noch bei einer vierten Location. So Leute, vierte und letzte Location, Lupo P1. Ich muss sagen, so schlecht finde ich die jetzt nicht. Für 1 Gramm sind die doch ganz stark. Vorbrenner ist auch ganz gut. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal einen. Wer sagt, die sind schlecht, Alter? Schlecht ist wirklich anders. Leute, viel stärker wie die Sonic Thunder. Die Sonic Thunder müssen auch schon online sein. Checkt die aus. Wir sehen uns jetzt noch gleich zu Hause bei mir für ein kurzes generelles Fazit. Okay, Leute, kommen wir jetzt zum Fazit der Lupo P1. Ich muss sagen, schlecht waren die nicht. Das geht natürlich stärker für P1. Aber ich persönlich glaube nicht, dass die nur 1 Gramm haben. Glaube ich fast nicht. Die hören sich an wie zumindest 3 Gramm. Vorbrenner ist sehr gut, Verarbeitung ist sehr gut, der Plastiktropfen gefällt mir nicht so für die Natur. Ansonsten sind die Teile aber schon sehr, sehr stark, kann man sich durchaus mal eine Schachtel gönnen. Ich habe die von Actifier gekauft, einfach mal zum Testen, und Link in der Videobeschreibung. Gut Leute, haut rein, wir sehen uns im nächsten Video, Like und Abo nicht vergessen. Wir sehen uns, ciao, ciao. You just